diesem Computer. Genau. Okay, Dann also, sehen Lea, wir müssen live wir. Wir sein. müssen live sein, ja. Willst du gucken, bevor wir Nee, loslegen? ich glaube, wir sind. Ich sehe uns. Ja, alles gut. Sehr, sehr gut. Hallo. Hallo zusammen. Hallo Antonietta. Hallo zusammen. Also, 20 Tage, 20 Lesungen. Heute haben wir unsere vierte Lesung für, aus dem Buch. Und dann war es leicht, ein Gemeinschaftsprojekt von Lea und mir. Und ach, sind tolle Frauen wie du und ich. Und heute ist die Antonietta Di Angelo dran, unsere italienische Feuerwerk, die wird heute ihren Kapitel vorlesen. Antonietta, ich weiß gar nicht, wo ich beginnen darf. Also die Lea wird gleich sowieso deinen offiziellen Bio-Les vorlesen, was auch im Buch erscheint. Aber Antonietta geht Ich weiß gar nicht, wo ich schon. beginnen darf. Also die Oh, Lea wird. warte mal. Sorry. ja, das war bei Das war mir. fast du. Also Antonietta und wir sind schon eine Weile gemeinsam unterwegs, Antonietta. Eigentlich so lange wie Lea und ich unser Business gemeinsam machen, bist du dabei. Ich kann mich keine Zeit erinnern, wo du nicht dabei gewesen bist. In den ersten Programmen wie Mein geheimes Leben und Totally Human, später in der Coaching-Ausbildung und dann in Advanced Track. Antonietta ist Advanced Transformative Coach. Und es ist einfach, yes, es ist einfach so schön, dass du heute dabei bist. Und ja, ich gebe das Wort an die Lea. Danke, Silja. Ja, wir fragen eigentlich immer noch einfach, bevor wir eintauchen in deine Bio und in deine Lesung. Nein, ich lese zuerst die Bio und frage dich danach, werde ich dich noch fragen, was hat dich denn dazu bewogen, wirklich da mitzumachen und was hast du da gespürt? Aber zuerst mache ich es noch ganz offiziell. Antonietta D'Angelo ist Lehrerin, Transformative Learn, Life- und Bewegungscoach mit Leib und Seele. Sie ermutigt Menschen aus verschiedenen Kulturen, sich von beschränkenden Gewohnheitsgedanken zu lösen. Durch ihre liebevolle Präsenz hilft sie ihnen, sich mit ihrer inneren Weisheit und ihrem wahren Potenzial zu verbinden. Für ein erfülltes und gesundes Leben. Als in Deutschland geborene Italienerin wohnt sie zurzeit in der Schweiz. Ihre Heimat trägt sie in ihrem Herzen, denn ihr Motto ist: Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Antonietta, was hat dich dazu bewogen, mitzuschreiben, dabei zu sein, dies deine Geschichte rauszutragen? Also es hat, ich könnte tausend Gründe nennen, aber so, dass die drei wichtigsten Gründe waren mal die Motivation oder die tolle Idee von euch Mentorinnen, meine Ausbildnerinnen zum transformativen Coach. Das fand ich so toll, auch dieses Getragensein in einer in einem Team von Verbundenheit und gemeinsam dieses Werk zu erschaffen. Und das, was mich am allermeisten bewogen hat, war, dass ich selbst von so vielen wunderbaren Geschichten berührt worden bin und ich erlebt habe, wie wirkungsvoll das für mein Leben war und wie viel Erleichterung und wie viel ich einfach durch die Geschichten für mich gehört habe und heute da stehe, wo ich stehe. Ich bin so dankbar dafür, dass ich dieses Geschenk weitergeben möchte. Genau. So schön, danke dir. Und nun ist die Bühne deine und wir freuen uns unglaublich von dieser Bambina.
zu hören, die in die große Welt gekommen ist. Dankeschön. Ja, so als kleiner Vorspann, weil ich ja irgendwo mittendrin anfange, so im Nachhinein betrachtet, ich bin ja doch jetzt schon einige Jährchen auf der Welt, habe ich festgestellt, dass meine Kindheitserfahrung viele, viele Jahre meines Lebens viele Jahre mein Leben geführt haben, meine Vorstellungen. Und deswegen habe ich diese Geschichte so niedergeschrieben, wie sie jetzt ist. Ich träumte von einem besseren Leben. Für mich war klar, dass ich als Erwachsene alles anders und besser machen wollte, als meine Eltern es getan hatten. Nein, ich wollte nicht das Leben der Italiener, die das, was sie sagten, oft nicht wirklich meinten und wo dem äußeren Schein mehr Bedeutung beigemessen wurde als dem Sein. Eines Tages wollte ich frei sein, um tun zu können, was ich wollte, in einem wunderschönen Haus wohnen, genug Geld zum Ausgeben haben und tolle Kleider tragen. Als Kind stellte ich mir dies als Zutaten für ein glückliches Leben vor. Meine Kindheitserfahrung wurde der Antrieb für all meine späteren Erfolge und Misserfolge. Ich begann ein Wettrennen auf der Suche nach meiner wahren Identität, die ich im Tun, im erfolgreichen Abschluss aller möglichen Aus- und Weiterbildungen suchte, und ich suchte immer außerhalb von mir. Damit machte ich mich abhängig von den Meinungen der anderen, was dazu führte, dass ich mich gerne an den Meinungen der Mehrheit orientierte, anstatt immer ehrlich meiner inneren Weisheit zu folgen und meinen Standpunkt zu vertreten. Materiell erreichte ich alles, was man nach dem Maßstab unserer westlichen Gesellschaft erstrebenswert nennt. Nach meiner Heirat zog ich in die Schweiz und holte mein Abitur nach, welches mir meine Eltern vorher verweigert hatten. Ich erfüllte mir meinen Kindheitstraum und studierte auf Lehramt, weil ich Kinder ermutigen wollte, an sich zu glauben und ihnen träumen und ihren Träumen zu folgen, egal aus welcher sozialen Schicht sie stammten. Ich wurde selbst mit zwei tollen Kindern gesegnet und machte mein damaliges Hobby zum Beruf. Ich motivierte Hunderte von Kindern und Erwachsenen in Aerobikstunden voller Power. In diesen Stunden fiel ich in einen zeitlosen, energetischen Raum, fühlte die Verbindung zu meinen Teilnehmerinnen und sprudelte nur von Energie. Es waren zauberhafte Stunden, die uns in einem zeitlosen Moment voll nährender Energie brachten und manch einen mit einem breiten Grinsen nach Hause gehen ließ. Dennoch war ich nie zufrieden mit meinen Erfolgen. Ich suchte ständig danach, was ich besser machen könnte, suchte nach dem, was mir nicht gelungen war. Ganz gleich, was ich tat, es war nie gut genug für mich. Die hohen Ansprüche an mich selbst hatte ich auch an mein Umfeld. Meine Liebsten sollten anders sein, als sie waren, meine Arbeitskolleginnen ebenfalls. Ich war eine kritische Bewertungskünstlerin geworden. Viele Jahre glaubte ich meinen Gedanken über mich und die Welt und ich fand auch immer genug Gründe, weshalb das gerade richtig war. Im Nachhinein betrachtet kann ich erkennen, dass ich eigentlich immer auf der Brücke stand und mal hierhin und mal dorthin gesprungen bin, um nichts in meinem Leben zu verpassen oder gar zu verpassen, der Mensch zu sein, der ich dachte sein zu müssen, um geliebt zu werden. Meine Kategorisierung des Lebens in schwarz oder weiß, gut oder böse, richtig oder falsch, führte in meinem Erwachsenenleben dazu, dass ich mich weiterhin getrennt vom Leben fühlte. Den Zugang zu innerem Frieden, zur schöpferischen Quelle, fand ich nur in Gebeten und zeitweise in den verschiedenen Religionsgemeinschaften, mit denen ich mich jeweils auseinandersetzte. Ich glaubte immer an eine schöpferische Intelligenz hinter dem Leben. Ich verwende hierfür gerne die arabische Bezeichnung für Gott, Allah, denn Allah bedeutet Einheit. In meinem persönlichen Optimierungswahn
ich liebe dieses Wort, weil es so treffend meinen jahrelangen Geisteszustand ausdrückt, gab es immer wieder Zeiten, in denen ich mein Leben hinterfragte. Es gab Augenblicke, begleitet von Gefühlen wie Wut, Trauer und Resignation, in denen ich fühlte, dass etwas nicht echt ist. Irgendwie fühlte sich mein scheinbar erfolgreiches Leben so an, als ob etwas fehlte. War das der Sinn meines Lebens? Gab es da nicht etwas anderes, etwas Echteres? Auf der Suche nach Klarheit stieß ich auf den Online-Kongress Mein geheimes Leben von Lea Wernli und Shalia Stevens. Darin erzählten unterschiedliche Menschen, wie sie, wie sie ihre persönliche Transformation zum eigenen Selbstbewusstsein erlebt hatten. Das erste Interview, das ich hörte, war mit Sandra Hein. Ihre Geschichte berührte mich tief. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht genau, wovon sie sprach, aber ich fühlte, dass sie von etwas sprach, das ich tief im Innern kannte. Ich konnte nicht in Worte fassen, was ich da erlebte, aber ich wusste, dass ich etwas wiedergefunden hatte, wonach ich mich viele Jahre unbewusst gesehnt hatte. Es war der Ort in mir, der tiefes Vertrauen, Wärme und Güte in sich trägt. Da war plötzlich dieses Gefühl von Verstandensein. Ich war nicht mehr alleine. Ich entdeckte, dass die Brücke, auf der ich so zu stehen meinte und die für mich bis zu dem Zeitpunkt immer ein Entweder-Oder dargestellt hatte, eine Verbindung herstellte von meiner äußeren zu meiner inneren Welt. Sie lud mich dazu ein, den verborgenen Teil meines Ichs wieder zu entdecken. Ich hörte auf zu rennen und hielt inne, begann zu lauschen und zu beobachten, was sich aus diesem Ort in mir offenbarte. An diesem Ort sind wir verbunden mit unserer Lebensquelle, hinter der dieselbe göttliche Intelligenz steckt, die uns atmen lässt, die uns morgens aufwachen und abends wieder einschlafen lässt. Dieser Ort kennt keine Unterschiede. Er verursacht keine Trennung, sondern ist Einheit, Liebe und Akzeptanz. Ich glaube, schon Einstein kannte genau diesen Ort dieser Verbundenheit, denn von ihm heißt es: Hinter all meinen Untersuchungen steht eine höhere Intelligenz, die alles in den Händen hat. In dem beschränkten Wahrnehmungsfeld meines kleinen Verstandes hatte ich die Welt in zwei Kategorien begrenzt. Nun begab ich mich auf die Reise zu dem Ort in mir selbst, wo es keine Kategorien, keine Dualität, keine Unterschiede, kein Besser und Schlechter, keine Bewertungen gibt, sondern nur liebevolles Gewahrsein, dass jeder von uns als Teil der universellen Schöpfung wahrlich okay ist, so wie er ist. Und wie es weitergeht? Erfahrt ihr am 1. Juli, wenn ihr dieses wunderbare Buch in den Händen hält oder kauft, ja. Vielen Dank, Antonietta. Danke euch. Wir sprechen immer mal wieder vom The Feeling. Und das ist es gerade. Mhm. Genau das. Indem Antonietta sprach, wurde es ruhig im Raum. Und ich hoffe auch für euch da draußen fühlbar, spürbar, tief berührt von diesen wunderbaren Worten von dieser wunderbar lebendigen Frau. Vielen Dank. Danke euch. Sehr schön. Ich freue mich auf die Geschichten, die noch kommen. Genau. Shalia, machst du denn? Morgen geht es weiter.
Ich würde so gerne, aber ich weiß nicht, mit wem es morgen weitergeht. Weißt du, wer als nächstes auf der Liste ist? Also heute sind wir... Ich war heute so beschäftigt mit dem Vorlesen, dass ich gar nicht nachgeschaut hatte. Ich hatte meine ganze Kapitel vorgelesen auf Video heute, Antoniette, kurz vorher. Ich habe nicht geschaut. Ich schaue. Ja. Und morgen geht es weiter mit... Stimmt das, Kerstin? Ja, das stimmt, genau. Mit Kerstin Wolf. Mit Kerstin Wolf. Sehr gut. Also, wenn du dieser Lesungen gefolgt hast, dann weißt du eh Bescheid. Aber ich sage es für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Morgen Abend, 20 Uhr für 20 Minuten. Und morgen kommen wir an die fünfte Lesung, gell, mit Kerstin Wolf. Wir sehen uns dann. Wir freuen uns auf dich, Antoniette. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine so schöne Geschichte. Und danke euch. Bis bald, alle zusammen. Tschüss. Danke. Ciao.